Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr merkt schon, wir haben ein bisschen anderen Blickwinkel heute als sonst, denn ich habe euch mal etwas näher geholt, damit ihr zum einen mal mich seht, auch wenn ich spreche und nicht immer irgendwo bloß vom Hintergrund her schalle. Und zum zweiten, wir können ein paar Sachen gemeinsam umbauen, habe ich mir gedacht. Wir machen weiter mit der D11. Hat sich ein bisschen gezogen. Ich habe nämlich viele Sachen probiert und mir überlegt und versuchsweise mal eingebaut. Hat nicht funktioniert, was Neues überlegt. Ich musste immer wieder mal Teile bestellen. Das dauert dann auch immer wieder noch mal ein paar Ecken. Und genau, bisschen was habe ich schon aber gemacht. Und auf der einen Seite ist zum Beispiel der Motor schon drin, den auf der anderen Seite den bauen wir jetzt dann gemeinsam ein. Und das würde ich sagen, starten wir mal. Ich zeige euch mal, so schaut es momentan aus. Das ganze Gerüst. Einer ist schon drin, ein Motor, und den anderen bauen wir jetzt gleich mit dazu ein. Ja, also ich habe hier dieses hübsche Loch rausgesägt. Hat ein Eigenleben, weil natürlich das Rad auf der einen Seite jetzt wahnsinnig schwer ist. Doof wie ich bin, habe ich vergessen, bei Margom den Motorträger mitzubestellen. Und habe mir jetzt aus Verzweiflung einen selber gemacht. Wenn ihr die Motoren bei Margom bestellt, bestellt diese Motorträger mit. Die sind aus Alu gefräst, passen dementsprechend super und kosten irgendwas um die 8 Euro das Stück. Und wie gesagt, wenn man eh bestellt, bestellt die mit. Ja. Ich habe die jetzt gedruckt. Das ist als Vollmaterial gedruckt, druckt auch relativ lange dann. Ich hoffe mal, dass es hält, aber ich spanne das ja dazwischen rein. Von dem her hat das auch kein Spiel. Sollte auch halten. Wenn es nicht hält, werde ich mir die Motorträger dann von Margom einfach nachbestellen oder wenn ich das nächste Mal bestelle, mir die einfach nochmal mit bestellen. So sieht das Ganze aus. Da steckt jetzt der Motor drin. Wie gesagt, sind die Margom-Motoren und hier habe ich das ausgesägt. Relativ primitiv, aber sieht danach keiner. Keiner mehr. Schauen wir mal, der war nach hinten angebracht. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, die Kabel anzulöten, solange die Motoren draußen sind. Denn wenn die mal zusammen sind, dann wird es eng hier drin. Das hier ist das Gegenstück. Kommt also von innen drauf. Müssen wir auch gleich machen, weil die nachher sonst eben anstehen aneinander, die Motoren. Und dann schrauben wir das hier einfach von der einen zur anderen Seite fest. Und im Endeffekt muss jetzt das Bruderplastik nicht mehr viel tragen, denn die Schrauben gehen, wie gesagt, von der einen Seite zur anderen durch und das spannt sich dann schön dazwischen rein. Die Schrauben sind etwas zu lang. Eigentlich bräuchte ich 20er oder 25er Schrauben, hatte ich jetzt nicht da. Ich habe einfach die nächsten genommen, die gepasst haben. Ich habe es ja auch nicht abgesägt oder so. So, mal bloß gucken, dass wir die alle einmal irgendwo da reinbekommen. Ganz grob zumindest. Damit wir das auch festschrauben können. Aber wie ihr seht, das hat wahnsinnig viel Spiel und verdreht sich am Anfang natürlich auch dementsprechend noch, bis man alle Punkte hat. Und das unterste ist. Ich weiß nicht warum, ich fange immer, egal wie oft ich das Ding jetzt gebaut habe, immer das wird, ist immer das Letzte und das ist das Schlimmste, weil ich nicht von einer Seite gegenhalten kann. Aber ich sollte es treffen. Werde ich gleich merken. Jawohl. So. Jetzt schrauben wir das ganze Ding auch schon fest. Ja. Aktuell sollte man ja relativ viel Zeit zum Modellbau haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir sind ja hier in Bayern. Aktuell ausgangsbeschränkt. Das heißt, nur die nötigsten Besorgungen. Ist prinzipiell kein Problem. Baumärkte ist ein bisschen schade. Denn hier und da geht doch mal ein bisschen Alu aus. Aber es geht ganz gut. Wir haben ein recht volles Warenlager noch. Der Schraubenzieher passt nicht ganz von dem Akkuschrauber, das Ding. Ich wollte jetzt auch nicht drücken wie ein Ochse. Das war's auch schon. Also ihr seht hier einmal der Motor
an dem Gehäuse fest und einmal hier diese vier Schrauben und die gehen jetzt hier eben durch. Das ist das Gegenpart und da ist das jetzt komplett spielfrei da drin. Also das kann ich links und kann nichts rechts und ich glaube, wenn jetzt hier von der Seite dann die Belastung von der Kette kommt, dass auch da nichts passiert, weil das wirklich bündig auf beiden Seiten ja am Plastik auch anliegt. Ja. So, aber ihr seht, hier ist echt eng. Deswegen hier jetzt nochmal reinlöten, wird maximal Murks, also vorher löten, dann einbauen. Und dann setzen wir hier auch gleich unser tolles Rad drauf. Ich finde die super. Also ganz egal, was man macht, wenn man es aus Messing macht, schaut es immer besser aus. Das ist einfach. Hat einfach was Edleres. So. Also gehen wir hier einmal drauf. Passt. So gesehen ist der Antrieb nun eingebaut, was die Motoren zumindest angeht. Und jetzt kommt eigentlich der Part, wo ich eben länger gebraucht habe als erwartet, denn es waren so viele Fragen, die ich mir gestellt habe, zu diesen Seitenschiffen, heißen sie, glaube ich. Ich habe raue Hände, das nächste Modell kann ich durch das ganze Hände waschen aktuell. Ich kann das nächste Modell schleifig mit der blanken Hand ab. Zu diesen Seitenschiffen habe ich mir ja Folgendes überlegt. Im Endeffekt wird das ganze Ding ja richtig schwer. Also das wird ja auch noch ausgebleit dementsprechend. Das heißt, das ganze Gewicht liegt auf diesen Seitenteilen. Und die müssen das dann irgendwo tragen. Und jetzt war es ja so, dass diese Teile hier waren so eingeklickst. Und ich bezweifle einfach mal, dass wenn dann das Gewicht von oben kommt und dann der Kettenspanner noch dagegen drückt, dass das so richtig hält. War einfach meine Überlegung, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich hier Alu-Zylinder gedreht und jetzt ist es so, dass das kein Rohr ist, das gerade ist, sondern das läuft konisch zu. Das heißt, das habe ich dementsprechend abgedreht und verstärkt mit Alu, damit ich das auch nachher richtig festschrauben kann. Zeige ich euch nachher noch. Das zweite ist es, dass ich mir überlegt habe mit diesen Laufrollen. Laufrollen. Macht mich nicht fest an den Fachbegriffen, ich habe keine Ahnung. Die Laufrollen waren ja bei Bruder nur angedeutet. Und jetzt ist es so, wenn ich natürlich vorne und hinten dieses Rad habe, was ist dann auch Laufrad? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich vorne und hinten diese Räder drin. Und ich glaube nicht, dass es so weit spannt, dass das da nicht aufliegt, sondern der wird über die ganzen Räder hier drüber laufen. Und wenn die natürlich nur angedeutet sind, glaube ich nicht, dass das so viel Spaß macht. Und alles, wo natürlich die Kette hier schon mehr Kraft kostet, verliere ich natürlich an Power dann beim Schieben. Deswegen wollte ich das nicht. Und ich habe mir überlegt, das mache ich kugelgelagert. Kugelgelagert ist irgendwie immer cool. Und gerade wenn man eben solche Kräfte hat. Noch zu dem Motor, weil ich es gerade sage, habe ich schon fast ganz vergessen. Die Motoren mal von der Kraft her, weil mich schon welche gefragt haben, warum ich die genommen habe. Also ich habe mal geguckt, ihr kennt die, ich habe, wenn ihr mal guckt, online Umbau-Dinger von denen, es gibt welche, die bauen das mit diesen Servos um. Das sind diese 20 Kilo Servos, die kennt ihr. So, ein 20 Kilo Servo macht auf einen Zentimeter, hat 20 Kilo Blockiermoment. Ja, das heißt, auf einen Zentimeter vom Mittelpunkt weg, zieht der 20 Kilo und dann blockiert er. So die Rechnung. Das ist ungefähr, also das passt nicht ganz, weil die Umrechnung nicht 10 ist, sondern 9, Semmelkrieg, sondern das heißt, bei 20 Kilo bin ich ungefähr bei 200 Newton-Zentimetern Drehmoment. Ja, so. Das sind die hier. Die Motoren von Magom sind angegeben mit 980 Newton-Zentimeter. Das heißt, wenn ich das runterrechne, wären das knappe 98 Kilo. Das heißt, wir haben hier 20 Kilo Drehmoment blockieren, also da, wo sie steht. Ja. Und hier sind wir bei 98, ja. Also fast das Fünffache von so einem Servo. Und die Servos sind nicht zu verachten. Also ich habe auch schon LKWs damit betrieben. Ja. Beziehungsweise es gibt ja auch Bagger und was weiß ich nicht alles, was alles damit schon umgebaut wurde. Die sind nicht zu unterschätzen. So, und jetzt haben wir hier Motoren drin, die sind fünfmal so stark wie diese Servos. Deswegen habe ich genau die hier genommen. Ich hoffe, die leisten auch das.
Ich hoffe, dass es nicht nur einfach so eine ich rechne mir das schön Angabe ist, die man halt irgendwo mal aufgestellt hat. Ich habe es auch noch nicht getestet, deswegen. Aber ich bin mal ganz überzeugt, denn es fahren ja schon einige damit rum und bisher habe ich mal noch nicht gesehen, dass die irgendwo mitten im Dreck stehen geblieben wären, weil der Motor einfach Krampf ist. Gell? Genau. So, nichtsdestotrotz, so viel Kraft, wie sie haben. Ich möchte natürlich das Ganze hier etwas schonender verarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier kugelgelagerte, gummierte Laufrollen gemacht. Und jetzt war eben die Frage, wie mache ich die fest? Ich habe es hier mal ausgefräst in der Breite. Und habe ich übrigens mit dem Dremel gemacht. Nicht mit der Oberfräse. Oberfräse habe ich probiert. Ist zum Spannen nicht ganz so spannend. Schön. Deswegen mit dem Dremel einfach rausgefräst. Mein erster Ansatzpunkt war, dass ich sage, ich mache eine Hülse und drehe eine Schraube durch. Da habe ich hier dann so eine kleine Hülse gemacht und eine Viererschraube durchgedreht. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich dann auf einer Seite diesen entweder den Kopf habe von der Schraube. Und bei der M4 ist das natürlich jetzt auch schon mal relativ groß. Oder eine Mutter oder irgendwie sowas. Und wenn ich mir dann denke, ich habe jetzt hier dieses schöne Schiff und ich hätte jetzt hier lauter Muttern oder Schraubenköpfe. Nee, das hat mir echt nicht gefallen. Ich habe es getestet, wie gesagt, bei einem. Ich habe immer ein Rad eingebaut, habe das probiert und dachte mir, schaut grauenvoll aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe mal so eine Hülse. Hier. Ich halte meine Kamera. Das heißt, ich habe sie vorne ein bisschen dünner gedreht und hier hinten ein Gewinde reingeschnitten, dass ich sozusagen das hier durchstecken kann. So. Und dann kann ich das auf einer Seite hinten festschrauben und vorne sehe ich nur so ein Pünktchen. So der Plan. Hat bei einer auch gut ausgesehen. Ist aber natürlich auch eine Dreckelarbeit, weil ich hier so wenig Material habe, dass wenn ich zu schnell an der Drehbank, dann zerreißt es und fliegt in tausend Teile und so. Ja. Also, macht nicht ganz so viel Spaß, aber lass mal kommen, einmal und dann durch und so. Das mag bei einem noch funktionieren, bei zwei auch, aber ich habe hier 8 Laufrollen, die alle gerade stehen müssen, wenn ich zusammenstecke. Weil ich ja überall auf der Gegenseite genau diesen Punkt treffen muss. Und so viele Finger habe ich nicht. Also ich habe zwar 10 Finger, aber ich kann es nicht zusammenstecken und jede Laufrolle einzeln ausrichten. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache hier Gewindestifte rein. Und für die Gewindestifte habe ich jetzt hier einfach überall durchgebohrt, Gewinde reingeschnitten. Und habe jetzt hier meine Laufrollen. Und kann das Ganze jetzt einfach von einer Seite festschrauben. Eins sitzt schon. Ich mache mal das zweite hier rein. So. Machen wir mal. Das ist schön ansetzen. Machen wir bloß einen anderen Bit. Und dann. Und jetzt ist das Tolle, einmal, dass das Gewinde auf beiden Seiten ist. Das heißt, es hält jetzt gleich mal auch das Schiff zusammen an dieser Stelle. Also das Klebeband ist jetzt momentan nur, dass das jetzt, wenn ich das zusammenschraube, nicht dauernd auseinanderwabert, denn ich habe die ganzen Nasen abgerissen. Aber, schaut her, hier kommt der Gewindestift raus. Und das ist so dezent, wo ich sage, damit kann ich absolut leben und den kann ich sogar noch ein bisschen nachlackieren, dann ist er ganz weg. Hier ist schon einer drin, hier ist auch einer drin und kann man hier schon die ersten zwei Laufrollen montiert. Hier seht ihr auf der anderen Seite der Gewindestift zum Schrauben. Das ist jetzt die hintere Seite. Jetzt würde ich sagen, jetzt bauen wir die mal geschwind ein. Oben ist übrigens auch noch ein Teil, wo die Kette gehalten wird. Da liegt die Kette sozusagen auf und da weiß ich allerdings noch nicht, inwieweit, ob ich da nur eine Rolle hindrehe oder ob ich dort auch das gleiche Prinzip wiederhole. So, jetzt habe ich das Gewinde nicht genau getroffen. So.
Jetzt weiß ich auch warum. Mit der Schraube da unten ein bisschen wackele. Mit dem Schrauber nicht direkt so nah hinkommen. Jetzt da. So. Aber die drei schon drin. Hier ist eine Schraube drin. Seht ihr nachher noch. Deswegen komme ich mit dem Akkuschrauber nicht so nah hin. Und dann hat es mir jetzt den Gewindestift verzogen. Ich wüsste gar nicht, ob es diese Rollen so irgendwo zu kaufen gibt oder eine Vorrichtung oder eine Aufhängung dafür. Habe ich jetzt mich ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt. Ich wollte jetzt auch nicht noch mehr fertige Teile kaufen oder bestellen. Denn ich will ja auch noch was umbauen. Sonst hätte ich sie ja gleich fertig kaufen können. Wäre jetzt auch nicht meins gewesen. Eigentlich ist ja genau das für mich Schöne am Modellbau. Dass ich sage, ich sitze hier, ich habe ein Problem und jetzt überlege ich mir, wie ich das wegbekomme. Ja, man inspiriert sich zwar auch mal im Internet, okay, wie machen das andere? Oder was gibt es so allgemein für Lösungen? Aber man muss sich halt mal ein bisschen was überlegen und hoffen, dass es funktioniert. Aber bei dem Modell ist jetzt wieder so, ich habe jetzt keine 2 oder 3. Also wenn ich so Bausätze mache, ist ja kein Geheimnis, dann zum Dumper zum Beispiel, den Volvo Dumper, bis da der Bausatz dann natürlich auch fertig war und der Prototyp und dann noch einmal ein Modell fürs Video und so, da habe ich gehen 3 Dumper drauf. Ja, der erste ist der Prototyp, wo ich dann den Bausatz, anhand dem ich den Bausatz entwickle, der wird getestet. Dann gibt es einen, den ich dann testweise umbaue mit den Bausätzen, der dann im Langzeittest eingesetzt wird, ob das auch alles hält auf Dauer und wo der Bausatz noch mal angepasst werden muss und ob der Umbau natürlich auch einfach funktioniert. Das kann ich an dem ersten Modell normal nicht testen, weil den zerreiße ich ja komplett. Ja, und dann gibt es den dritten. Das ist dann der, den ihr dann im Video seht, wenn ich ihn umbaue. Teilweise mache ich zwar schon zwischenrein was mit dem ersten, wie jetzt das Zerlegevideo. Ja, das machen wir auch gemeinsam. Aber der Rest ist dann ihr mit anderen Modellen. So, die DF habe ich nur einmal. Ich will sie auch nicht noch zwei oder dreimal bauen, denn ich baue keine Bausätze dafür. 8-mal kugelgelagert gummiert die Laufrollen. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Und ich muss sagen, ich finde es richtig schick. Also es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe keine Köpfe vorne. Ich habe der Einbau ist wahnsinnig einfach. Ich musste jetzt hier nicht 8, es kommen ja noch mal 8 auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe ja hier schon mal 16 von diesen Laufrollen. Ich stehe jetzt nicht irgendwie 3 Stunden an der Drehbank für so Kinkerlitzchen arbeiten. Und so stupides immer das gleiche machen ist sowieso für mich die Hölle. Deswegen. Genau. Also, soweit wäre das jetzt eigentlich auch fertig. Wir haben jetzt, und zwar heißt das Leitrad? Kommt mir gerade. Könnte Leitrad sein. Laufrad? Antriebsrad? Leitrad? Keine Ahnung. Ich nenne es jetzt Leitrad. Das hier ist ein Leitrad, vorne und hinten. So schauen die aus bei Bruder. Und ich weiß, das Material immer relativ schnell sich aufbaut beim Fahren, gerade wenn man sich im Dreck dreht. Und hier ist auch viel Hohlraum und das ganze Ding ist jetzt nicht unbedingt so stabil. Ich habe keine mitbestellt, auch ihr könnt die bestellen. Die gibt es auch bei Magom. Ich will jetzt nicht dauernd Werbung machen, aber ich habe das ganze Zeug von denen. Und da muss ich einfach sagen, mit dem Zeug war ich auch zufrieden. Es sind auch preislich echt gut. Ich habe mir also welche gedreht. Die sind nicht mitbestellt, sondern ich habe mir halt einen Klotzen Alu bestellt und habe da die mal rausgedreht. Und ich kann hier momentan jetzt noch nicht ganz weitermachen, denn mir fehlen noch die Kugellager. Es sind bestellt, sind irgendwie unterwegs. Keine Ahnung. Dauert halt gerade alles länger. Ist
Brauche ich euch ja nicht erzählen. Ist ja überall so. Die kommen also hier rein. Und der hintere ist jetzt prinzipiell kein Problem. Der wird starr dort eingebaut. Wie gesagt, cool gelagert wird er auf jeden Fall. Und hier vorne habe ich ja diese Thematik, dass ich ja irgendwo einen Kettenspanner brauche. Und bei meiner habe ich das so, im Endeffekt so gemacht, dass ich das in einem U hatte und dann hinten eine Schraube durchgeht und dann konnte das rutschen und hat die Schraube festgezogen. Problem daran ist, mit der Zeit durchs Fahren rüttelt sich das natürlich irgendwann mal nach hinten und man muss immer wieder nachspannen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich habe mir das natürlich beim Siggi angeschaut. Ich kann euch das mal unten verlinken. Der hat einen elektrischen Kettenspanner drin, was ich super finde, denn er kann das ganz einfach am Modell schnell nachspannen. Ich hätte gerne was, wo ich hier von der Seite drehen kann und dann geht der Kettenspanner vor und zurück. Und hier liegt eigentlich momentan die Krux, denn ich weiß nicht, wie viel Kraft dies aushalten muss. Natürlich mache ich das, wo ich spanne, wird dann kugelgelagert. Das heißt, wenn ich spanne, drückt es jetzt nicht gegen irgendeine Schraube oder so, sondern das wird hinten gestützt. So wird es schon sein. Aber ich weiß nicht, wie stark die Mechanik sein muss, an der ich drehe. Das heißt, kann ich die drucken und mit der Schnecke zum Beispiel das einfach übersetzen, damit ich das von der Seite drehend nach rüber bekomme oder so, oder Kegelräder nehmen. Ich weiß es nicht. Soweit bin ich noch nicht. Ja, kommt auf jeden Fall hier rein. Die Variante mit einer Feder, also sprich als automatischer Kettenspanner, habe ich natürlich auch im Kopf. Allerdings habe ich hier die Bedenken, wenn ich die Feder nicht stark genug herbekomme oder nicht stark genug einbaue, dass ich dann bei der Belastung immer überspringende Kette habe. Das heißt, jedes Mal, wenn der dann aufbaut und ich drehe, dass er immer klack, 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 klack einfach drüber rattert, weil die Feder das nicht aushält. Dann habe ich das doch lieber manuell gespannt und festgedreht und sage, so, hier ist es und passt und fertig. Dann habe ich das halt selber eher im Gespür. Weiß ich noch nicht. Ja, also, die kommen noch. Ob wir da ein Video machen, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich muss es ja immer erstmal testen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich mir überlegt habe, wie ich das Schiff hier dran bringe. Hat schon Gewicht mit dem ganzen Zeug da drin. Und ihr seht, hier sind jetzt die Löcher, die Aufnahmen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich mache das einfach so. Hier geht übrigens normalerweise diese Halterung von dem Original Zahnrad hoch. Die habe ich abgeschnitten. Aber wenn ihr das auch vorhabt, lasst die dran, denn ihr macht das Zahnrad weg und an dieser Halterung ist ein Loch. Und mit diesem Loch bohrt ihr hier in diese Karosserie, damit ihr auch wisst, wo die Mitte ist oder beziehungsweise wo denn dann später die Motorwelle durch muss. Wenn ihr es vorher abschneidet, habt ihr ein bisschen Probleme. Genau, so, das wird jetzt hier einfach eingesteckt. Und nicht ganz einfach, denn ich habe hier eine Schraube drin. Die habe ich deswegen immer noch... seht ihr mich? Versteckt mich. Die habe ich deswegen hier immer drin, damit sich dieses Alu-Teil, das ja rund ist, nicht selbstständig verdreht. Vielleicht klebe ich es noch fest oder so, ich weiß es nicht. Wobei jetzt das auch nicht so schlimm ist, wenn dann die Schraube da drin ist. Dann verliere ich sie auch nicht. Und jetzt ist das Gute, ich kann hier komplett durchschrauben. Wenn ich das Loch treffe. So. Kurz rausschrauben. Ja. So. Wenn ich die zweite Seite habe, brauche ich hier so einen Hebekran. Jetzt ist fest. Also hier ist die Schraube drin. Und die hält jetzt das Schiff hier bombenfest dran. Und vor allem, wenn er jetzt danach hat, steht auf diesen beiden Schiffen. Ich hoffe, es heißt Schiff. Er steinigt mich wahrscheinlich. Wenn er dann später hier drauf steht, habe ich das ganze Gewicht auch dementsprechend abgetragen. Das heißt, die beiden Seiten sind auch miteinander verbunden. Der steht bombenfest. Also da gibt es dann gar nichts mehr. Wo ich sagen muss, super, passt. Ich habe auch dann kein Problem mehr mit dem Gewicht und dem Abtragen von den Kräften, die hier entstehen. So, aktueller Stand. Ich stelle es mal so hin. Ich glaube, so ist ganz angenehm. Die Laufrollen sind drin. Antriebsmotoren und die Räder sind verbaut. Die ersten sind gedreht, beziehungsweise sind alle schon gedreht.
4 Stück. Aber halt noch nicht ganz fertig, denn sie müssen nochmal an der Drehbank, um die Kugellager einzubauen. Und die hinten werden relativ schnell drin sein. Und vorne muss ich eben gucken, wie ich den Kettenspanner so bekomme, dass der für mich bedienerfreundlich und passend ist. Ja, das werde ich euch dann beim nächsten Mal mit Sicherheit auch zeigen. Und wenn dann der Antrieb steht, wird es mich wahrscheinlich bitzeln, denn aktuell kann ich ja nichts testen, ich kann auch nicht probieren, ob das alles funktioniert und hält und so, dass ich dann mal einen Fahrregler und die Fernbedienung startklar mache und mal provisorisch hier reinklemmen, dass wir mal eine Runde drehen können und mal testen können, ob das mit den Ketten, mit dem Fahrwerk, mit dem Kettenspanner auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jawohl! Soweit, so gut. Es geht auf jeden Fall weiter und es wird ein massives Ungetüm, glaube ich. Mit richtig Power. Ich freue mich. Ich kann es kaum erwarten, dass das Ding endlich die ersten Bewegungen macht. Ja? Schaltet wieder ein, abonniert meinen Kanal und wenn ihr unten diese Glocke einmacht, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.